Hallo zusammen. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute wieder ein kurzweiliges Modethema und zwar Ugg-Boot-Stylen. Ich habe eigentlich nichts Neues. Ihr kauft auch keine neuen Ugg-Boots und auch jetzt keine neuen Accessoires oder Pullover oder Röcke oder Hosen, sondern alles aus meinem Kleiderschrank. Und das sind so meine Styling-Ideen, die ich ein bisschen abgefilmt habe. Die lasse ich gleich mitlaufen, während ich ein bisschen rede dazu. Aber dieses Thema Ugg-Boots, ich glaube, da gehen die Meinungen auseinander, genau wie bei Leo Look. Also die Ugg-Boots, die sind schon ziemlich stylisch. Sie sind allerdings vom Tragegefühl, also sie bieten ja eine völlig flache Basis. Das heißt, es ist keine Unterstützung für unser Fuß, für unser Fußgewölbe. Und es kann natürlich passieren, dass die Füße bei längerem Laufen wehtun. Aber sie sind wahnsinnig bequem. Sie sehen so ein bisschen aus, so, als hätten wir Entenfüße. Man sollte sie, wenn es geht, barfuß tragen, weil es ist ja also mit Fell gefüttert. Schafe müssen eh geschoren werden. Ja, also wenn jetzt wieder ein Aufschrei kommt des Entsetzens, wieso trägst du Ugg-Boots? Ja, mal ganz ehrlich, seit Menschengedenken haben wir uns irgendwie in Felle gekleidet. Ne? Und Felle halten nun mal schön warm, ist besser als irgendeine Synthetikfummel, den wir so am Leib tragen. Oder veganes Leder, es ist Synthetik. Ne? Also gut, der ganze Produktionsablauf, wie was gemacht wird, das ist ein sehr umstrittenes Thema bei allen möglichen Materialien und auch wo sie herkommen. Die Ugg-Boots in Kombination, genau, mit weiten Hosen, ja, also dann kann man sie natürlich nicht reinstecken. Das sieht man aus wie der kleine Muck. Skinny Jeans oder Leggings oder Jogginghosen oder Strumpfhosen. Also man kann sie vielseitig stylen, man kann sie auch mit Röcken und Kleidern tragen, das zeige ich nachher alles. Auch mit kurzen Röcken, wer das gerne möchte, und eine dicke Strumpfhose und eine Leggings drunter. Wir haben, wie gesagt, den Casual Look, Skinny Jeans, Leggings, Jogginghose. Ja, dazu irgendwie ja, ein Oversize Pullover oder eine dicke Strickjacke darüber. Dann haben wir den Schichtenlook, das heißt verschiedene Schichten, jetzt Bluse, Pullover, Strickjacke, eine schöne Hose, die euch gefällt und diese Ugg-Boots dazu. Super bequem. Dann haben wir also Kleiderröcke hatte ich gesagt, mit kurzen oder längeren. Winterjacken, Daunenjacken, Wintermäntel, alles passt wunderbar zu den Ugg-Boots, die es in verschiedenen Farben gibt. Ich blende mal so ein paar ein, in verschiedenen Farben, in verschiedenen Höhen. Die Minis, die Halbknöchel, dann ganz hohe, mittelhoch. Es gibt sie auch mit Plateau mittlerweile. Sie gibt es auch aus Leder, sind natürlich wetterfest. Ja. Ich zeige euch jetzt mal hier so ein paar Beispiele. Ja. Ich kann jetzt nicht die Augen immer genau in die Kamera richten, weil ich ja hier auf meinen Film schaue, damit es irgendwie so zeitgleich ist, was ich erzähle, weil es natürlich extra abgefilmt worden ist. Ich habe mich hier auf meine Terrasse begeben und bei nebligem Wetter. Hier seht ihr, das sind übrigens Lederachs, schwarze kombiniert mit schwarzen Klamotten. Der bunte Schaft, das ist so wetterfest, also wasserdicht das Material. Innen natürlich gefüttert, man kann den hochtragen oder eben auch umkrempeln. Also alles ganz in Schwarz, dann irgendwie ein Eyecatcher dazu, schöne Accessoires jetzt, ob das, ja, Handtaschen, Handschuhe, Mütze, alles so ein bisschen farblich abgestimmt. Ich mag die Kombination Schwarz-Rot sehr gerne, finde ich richtig gut. Ja, hier seht ihr mich nochmal hockend auf dem Balkon mit den roten Handschuhen und diesen Schuhen. Jetzt kommen wir zu diesen grauen Minis. Die finde ich auch sehr schön. Mit so einer abgeranzten Hose. Dazu alles in Grau gehalten. Grauer Pullover, Schal. Hier trinke ich einen Espresso. Ich dachte, ich mache es nochmal gemütlich, obwohl es ein bisschen frisch war. Ja, also die Kombination so eine verwaschene Jeans und Grau zu grauen Ugg-Boots finde ich sehr, sehr schön. Der Pullover ist ein Kaschmir-Pullover, den stelle ich irgendwann nochmal nächste Woche vor. Der ist von einer Firma, die wir auch kennen, Lilly Silk, die machen wunderbare Kaschmir-Sachen. Also nicht nur Seide, auch Kaschmir. Den Schal, den habe ich selber gemacht in einem Anfall von Langeweile, irgendwann zu Corona-Zeiten. So ein schwarz-grauer Kaschmir-Schal und die Mütze kennen wir von Divine Flower.
Die ist auch ganz süß. Ich habe aber nicht die Strickjacke und nicht den Schal, aber die Mütze finde ich ziemlich cool. Ja, und diese kleinen Schürchen auch. Ihr seht, ich trage sie barfuß. Jetzt haben wir eine längere Strickjacke. Jetzt haben wir wieder so ein, genau, das Thema Jogginghose. Jogginghose, eine süße Mütze dazu, das alles irgendwie so ein bisschen farblich passt. Ein kariertes Wolltuch, ist auch also alles Oldies. Ist ein sehr schöner, bequemer Look, so ein richtiger Wohlfühl-Look. Und diese lange Strickjacke, finde ich, die passt ganz toll zu dieser roséfarbenen Jogginghose. Ja, und ich mag dieses Outfit sehr gern. So, jetzt kommen wir zu einem Kleid. Das ist ein rotes Seidenkleid. Eigentlich kann man das im Sommer, okay, Seide kann man auch im Winter anziehen, mit diesen Boots. Ist nicht jedermanns Sache, aber ich bin immer ganz gern auf diesem Gemütlichkeitstrip. Und dazu eine sehr schöne Kaschmir-Strickjacke mit Perlmutt-Knöpfen. Und ich bin sehr, sehr happy mit dieser Strickjacke. Die hat so einen klassischen Stil, wo man sagt, ne, das ist so ein bisschen altbacken, aber das kommt ja eben alles wieder. Ne? Also so ein Kleid und eine Strickjacke finde ich ein sehr gelungenes Outfit. Ja, jetzt, also man kann, wie gesagt, auch diese Seidensachen, ob jetzt Seidenröcke oder Seidenkleider, auch im Winter anziehen. Ich finde diese Brüche schön, Seide, Wolle, Kaschmir und eben auch solche derben Schuhe. Es müssen nicht immer irgendwelche Pumps sein. So hier der ominöse Rock, als es um Fast Fashion ging. Ja, ich habe auch bei H&M schon was gekauft und euch empfohlen, obwohl so fast war der gar nicht. Also so billig, der hat auch 20 Euro gekostet, das ist Satin. Leo-Look mit so einer schwarzen Weste, die ist auch schon bestimmt 10 Jahre alt. Das ist Fake, das ist kein echtes Lammfell. Das ist so ein bisschen, ja, so ein Hauch-Boho-Look, würde ich sagen, ja, ein Hauch-Boho-Look. Und diese Pulswärmer oder Stulpen, die habe ich mal selber gemacht, als ich Langeweile hatte. Und ich finde, das ist auch ein sehr gelungenes Outfit. Ich zeige immer nur das, was ich so anziehe, was ich so mag, was ich ganz süß finde. So, jetzt ein Daunenmantel. Die Kombination mit diesen Schuhen, das sind Leder-Axe. Mit Wildleder, die sind wasserfest, wasserfestes Material, also wasserfestes Leder. Man sollte die natürlich schon imprägnieren und man kann die auch umkrempeln, sieht auch ganz hübsch aus oder eben länger lassen. Und die haben, also was haben sie gesagt, bis minus 32 Grad, aber barfuß. Ich finde, man muss die Dinger barfuß tragen, ne? Weil damit dieser Temperaturausgleich ist. Wenn du Socken trägst, ich habe das schon probiert, werden die Füße kalt. Ja, dazu eine Mütze. Ihr seht, es ist kalt da gewesen. Also gestern, das war so gegen Abend, als ich das abgefilmt habe. Ja, sehr, man kann super, in denen kann man super laufen. Da ist ein Fußbett drin, die sind doch etwas teurer. Und die haben auch eine richtige Sohle, also auch zum Laufen jetzt nicht ganz glatt. Man fällt da auch nicht hin. Jetzt hier das, ja, mit einer Skinny Jeans und einem Gürtel und so ein Blüschen und ein Blazer. Ja, das ist ein bisschen ordentlicher. Das ist ein bisschen mehr casual, ne? Das ist so, ja, finde ich auch eine sehr schöne Kombination. Wie gesagt, das sind Uralt-Axe. Die habe ich schon so, so lange. Aber ich pflege meine Schuhe sehr. Und deshalb sehen die auch noch lange gut aus, ne? Vorausgesetzt immer pflegen, ja? So, das ist so ein bisschen, naja, so ein Boho-Style. So eine richtig lange Bluse. Man kann auch Tunika sagen, ist aber durchzuknöpfen. Und das ist eine Strickjacke. Die ist eigentlich so olivgrün, aber das Wetter, also das war ja so diesig, irgendwie hat das die Farben so ein bisschen geschluckt, ja. Finde ich auch schön mit einem breiten Gürtel, weil diese Strickjacken nicht zu schließen sind. Das ist immer das Thema oft, ja, dass die Strickjacken gar nicht zu schließen sind und deswegen ist ein Gürtel ganz praktisch. Ja, und dann war der Espresso eiskalt. Der war dann wirklich kalt und hat dann irgendwie gar nicht mehr geschmeckt. Das war dann schon ein halber Eis-Espresso. Ja, das waren jetzt meine Ideen zu dem Thema Axteilen. Da gibt es natürlich noch 100.000 andere Varianten, wie man das machen kann. Und es gibt ja so viele Farben von diesen Stühlchen, von diesen Boots und Größen, also von der Höhe her. Ne? Und ihr wisst ja, die sind, ihr wisst ja vielleicht nicht, die sind erfunden worden damals vor Jahren von einem australischen Surfer. Und in Australien gibt es ja keine Minusgrade. Also die kann man doch im Sommer anziehen. Es gibt ja Hausschuhe, so sommerliche, ne, die vorne offen sind. Man hat ein sehr schönes, wohliges Gefühl mit den Füßen. Gerade wer so unter kalten Füßen leidet. Und die haben einen Siegeszug weltweit angetreten. Natürlich auch gibt es sehr viele Fakes, ist klar. Es wird alles Mögliche nachgemacht.
auch für die Outlet-Stores. Da habe ich mich mit einem unterhalten, da wird teilweise, werden da ganz andere, da wird irgendwie so Holzwolle mit reingearbeitet. Also da gibt es auch sehr viele Unterschiede von der Qualität her. Ich finde, man muss die Schuhe, also wenn man sie liebt, und viele von euch lieben diese Schuhe, da gibt es überhaupt kein Wenn und Aber, denn sie ziehen wir die an und stylen die, wie wir Bock, Lust, Liebe und Laune haben. Und wer sie nicht mag, ja, der mag sie nicht. Der braucht sich gar nicht weiter mit diesem Thema beschäftigen, denn ist alles gut. Ich finde sie super bequem und man kann auch toll damit Auto fahren. Immer würde ich sagen, mit so einer Bürste, es gibt ja solche Wildlederbürsten, immer dann abbürsten, den Schmutz abbürsten und imprägnieren, ganz, ganz wichtig. Ich sehe manchmal Leute mit Argboots rumrennen, die haben dann solche Wasserränder oder solche Salzränder, wenn Schnee liegt. Diese Wildleder sind natürlich jetzt nicht schneetauglich. Ja? Die können mal so ein bisschen Regen ab, wenn da so ein paar Tropfen so draufprasseln, aber nicht jetzt im also wenn es schüttet, sollte man die nicht anziehen. Die Ledervariante natürlich schon. Die ist wasserdicht und die läuft sich richtig gut mit dieser Sohle. Ne? Und diesem eingebauten Fußbett ist eine Variante, die ich allerdings nicht so oft sehe. Und das sind richtig, richtig tolle Winterschuhe. Und wie gesagt, bei richtiger Pflege hat man sehr lange was von diesen Schuhen, auch wenn sie in der Anschaffung erstmal ein bisschen hochwertiger, teurer sind. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, wer sie mag, also ne, sich solche Schuhe zuzulegen. Egal ob casual, sportlich, schick, wie auch immer, man kann sie stylen, wie man möchte und hat natürlich auch diese wahnsinnige Farbauswahl, ja? Diese wahnsinnige Farbauswahl und jetzt, ob jetzt mit Schleifchen oder mit Steinchen, ach, was es da alles gibt, mit Riemchen. Ich mag so ein Tüttel nicht, aber ich mag das klassisch, ich mag den klassischen, auch diese Farben Grau und Chestnut gefallen mir sehr gut und die sind natürlich eben auch irre gut kombinierbar. Ja, also das war jetzt mein kurzes Mode-Impressionsvideo. Wie style ich? Stylisch für mich, meine Uggboots. Ich finde es stylisch, ich mag das so gerne. Man ist ruckzuck angezogen und ich habe die auch schon mit einer Paillettenhose angehabt an Weihnachten. Es gibt ja so, also wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo eingeladen ist, so keine Fußbodenheizung ist, Menschen, die Steinböden haben, dann hast du kalte Füße. Und da habe ich dann solche Uggboots angehabt mit einer Paillettenhose und das sah richtig toll aus. Ja, ansonsten seid besonders gut zu euch und bis zum nächsten Mal, wenn ihr mögt. Ciao, ciao.